das war ja mal eine krasse Quest. Ey, da war ja... war ja alles mit bei, war ja schon fast eine Hauptquest. Eieiei. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Niel der Werwolf ist. Das ist noch so ein Game. Also wirklich krasse Quest. Hätte ich ja nicht so gedacht, aber krass, ja. oh, Triss. Nett. Okay, die waren ja ein bisschen weiter weg, glaube ich. Da haben wir auch noch nichts. Boah. Da müssen wir Stufe 17 für sein. Aber Katzenschule wäre schon cool. Aber da sind wir auch noch ein bisschen zu schwach für. Da müssen wir erstmal ein bisschen Hauptquest machen, glaube ich. Erstmal ein bisschen leveln. Hatten wir da nicht einen Wegpunkt? Ah, die beiden Schwerter haben sich schon echt bezahlt gemacht. Also den Werwolf. Hier geht's gut ab. Ja, schön. Alter, wie viele Bäume gibt's denn hier? Ohne die beiden Schwerter wäre der Werwolf, glaube ich, echt hart geworden. Also ich meine, ich habe ja sowieso schon eine höhere Schwierigkeit gewählt als normal. Damit sind die ja sowieso alle schon mal ein bisschen stärker hier. Aber, ja, war ja schön knapp, muss ich sagen. Der hat sich auch noch geheilt, die Sau. Ey, komm jetzt. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Plötzlich bleibt man hier. Nebel. Okay, hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Hallo. Komm schon. Au. Ah, ich bin doch schon zur Seite gesprungen. Kann mich denn das Vieh noch anvisieren? Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Süß. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ach, guck an. Zeichen sind schon nett, wa? Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ja, krass. Ist ja auch alles hier gefroren, ne? Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Okay, wer denn? Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Der hat keine Schuhe an. Ja. Okay.
Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Ja, krasse Scheiße. Okay, die wilde Jagd. Na, gegen die müssen wir bestimmt auch noch irgendwann kämpfen. Na gut, da ja hier sowieso keiner mehr ist, können wir erstmal alle looten, würde ich sagen. Okay. Auch nicht schlecht. Gibt es noch einen anderen Eingang? Da drin ist doch was, ich sehe. Also wir kommen ja wohl nicht in jedes... in jede Höhe. Ein Sturm, verdammt. Okay, hier kommen wir rein. Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Ne, wir wissen ja schon, was das war. Krasser Scheiße. Hier, warum ist denn die wilde Jagd hier gewesen? Ich wollte was von Hendrik. Die müssen ja... Die müssen ja auch irgendwas... Sieht wissen. Aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. Das haben wir ja gesehen. Wie gesagt, Leute, falls... Also ich sage es immer mal wieder zwischendurch. Falls ihr darauf Bock habt, können wir gerne mal so einen Lesestream machen, wo wir uns einfach mal die Bücher dann durchlesen und so ein bisschen Hintergrundstory und Geschichte erfahren vielleicht. Aber das würde halt echt den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt hier immer zwischendurch machen würde. Deswegen, wenn ihr da wirklich drauf Bock habt, einfach mir mal schreiben in den Chat oder auch so bei Facebook oder so. Und dann plane ich mal so einen Lesestream ein. Ne, wenn also wenn jetzt irgendwas Wichtiges ist oder so, also ein wichtiges Dokument, dann lesen wir das natürlich vor. Oder lese ich das natürlich vor, aber jetzt nicht jedes bedeutungslose Buch. Gut, ich glaube, dann haben wir hier das Dorf erstmal. Wir brauchen ja... Okay, das sind hier, das sind die Hubspuren. Eisspuren um die Fußabdrücke. Wirklich? Ja. Boah, den haben sie aber zu viel. Er wurde gefoltert. Ja. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Das ist mal der erste Ansatz, war. Ganz steif, als hätte sich jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Oh, was ist das?
Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Nein, ein Schlüssel zu einem Schlüsselloch. Hör auf. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Also muss man ja mal wirklich sagen, ne? Die wilde Jagd ist ja nicht wirklich gründlich. Tamara Stranger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Okay. Die Tochter wurde entführt. Na, das ist doch schon mal ein Ansatz, dass der uns Informationen gibt, wenn wir die finden. Da können wir mal die Augen offen halten, falls wir irgendwelche Informationen auf dem Weg schon finden. Was ist das? Ah ja. Interessant. Okay, cool. Kronen. Auch schön. Okay. Was haben wir denn da? Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Da kannst du ja nur um Ciri gehen jetzt, ne? Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Mhm. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Okay. Schade. Aber das war ja schon mal, ja. War ja schon mal aufschlussreich. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Quest, dass wir uns in die Burg des Barons begeben müssen. Und dann kommen wir da jetzt auch rein. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay. Nochmal speichern. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich muss nur mal kurz meine Wäsche in den Trockner schmeißen. Und nebenbei Wäsche waschen. Und was Neues zu trinken holen. Wir machen in 5 Minuten weiter, ja? Oh, sorry. Aber was sein muss, muss sein, wa? Ah. Gut, machen wir weiter. Ja, also auf jeden Fall echt krass, was da mit dem Hendrik passiert ist. So, wollen wir die Hexe jagen oder den blutigen Baron besuchen? Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben jetzt nichts wirklich dazu gekriegt. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen Hauptquest machen, damit wir an die
Anschlagbretter rankommen. Weil hier ist ja ein Anschlagbrett. Wir könnten auch erstmal hier die drei Anschlagbretter hier drumrum, dass wir quasi erstmal so ein paar Wegpunkte haben. Aber ich glaube, wir machen erstmal hier den Typen hier. Weltkarte, zack. Ne, da gehen wir hin, wenn... Ach, das ist so schön, ey, mit dem Ladebalken wirklich. Geht so schön schnell. Heftiger Sturm. Ja, Alter, guckt euch mal die Bäume an, ey. Heftig. Hallo. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Erstmal. Wo sind wir alle? Sind die rein hier ran? Die Sturm. Reihe werden! Gute Nacht! Okay. Du bist hier erledigt! Oh, Hurensohn! Na, Junge! Ausgewichen, da war er zu schnell! Ha! Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Okay, die werden es wohl nicht sein, wenn mich die Quest dahin entführt. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Das ist ja ein krasser Typ, ey. Für einen alten Mann hat er echt Schneid, wa? Ich mag ihn. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein, stimmt's? Der Wirt, der Ehemann meiner Schwester. Ah ja. Okay. Sag mir jetzt wen. Na gut. Gut. Ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann.
Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Ja, alles klar. Ist ja echt ein cooler alter Mann. Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir. So, ich glaube, das ist ein bisschen weiter. Pferdchen. Komm her. Und jetzt lauf. Ach ja. So, an dem Schein hat er gesagt, wieder rechts. Sind drei Männer aufgehängt? Der Wind heult. Leider nicht. Schade. Ah, hier irgendwo sollte er. Ist das so? Okay. Da ist der Schrein. Ah, ja. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Okay. Da ist es. Ich muss wohl schwimmen. Schade. Die hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Wolfsilberschwert. Ja, nice. Ja, ist ja bestimmt besser als unsere Vipern-Schulen-Ausrüstung. Dann brauchen wir nur noch den Rest von der Wolfsschule. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wäre natürlich alles viel leichter, wenn ich Katze herstellen könnte. Ich muss mich auf sowas besser vorbereiten. Ah, ich sehe gerade meine. Meine Kamera ist sehr schlecht positioniert. Ihr sagt aber auch gar nichts, wirklich.
Mache ich die dann am besten hin? Hier unten? So vielleicht? Gucken. Okay, das ist genau vor der Minimap. Na gut. Ja, das ist scheiße. Ja, dann. Vielleicht so. Ja, so ungefähr sollte es ja gehen, wa, Leute? Eine bessere Position habe ich jetzt tatsächlich noch nicht irgendwie. Oder. Ja, doch, ne. Ja, alles irgendwie doof. Habe ich jetzt keine Lösung für gerade. Mal überlegen. Wie ich die am besten positioniere, die Kamera. Wenn ihr da eine Idee habt, Leute, bin ich gerne für ein... Licht, ich bin fast da. Für eine Anmerkung offen. So wie ihr das möchtet. Aber so seht ihr wenigstens oben die Lebensanzeige und alles. Schön hier. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Wusste ich doch. Wir sollen seine Tochter finden. Ich bin kein Auftragsschläger. Ich weiß, wer du bist. Aber da du nach deinem Blutbad hier auftauchst, nehme ich an, dass du etwas Wichtiges zu erzählen hast. Ja. Dann rede. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Oh, hört sich gut an. Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Herr Lugen. Warum nicht? Trinken. Ganz nach meinem Geschmack. Nach Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Nicht wirklich. Hm.
Also teilweise ist ja WLAN wirklich echt schön, muss ich halt sagen. Aber es ist auch einfach arm und viel Sumpf, ne? Ja, weiß ich nicht. Gibt schon schöne Orte. Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Will er damit jetzt auf Ciri anspielen? Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf.